In der ersten Stunde habe ich gleich einen Gast hier. Und haben Sie gewusst, dass bei uns, und zwar genau genommen in Kastel, eine Schriftstellerin, Autorin von Krimis-Rillern lebt? Ja, doch. Und das ist Irene Dorfner. Und die Irene Dorfner, die hat die Leo-Schwarz-Reihe geschrieben. Und die habe ich hier zu Gast. Und nach Michael Jackson und Man in the Mirror werden wir uns gleich einmal ein bisschen über Krimis unterhalten. Heute habe ich jemanden zu Gast. Und zwar aus Kastel ist Irene Dorfner bei mir. Und Irene Dorfner schreibt Krimis. Und zwar hat sie die Leo-Schwarz-Reihe erfunden. Und das sind Krimis, die hauptsächlich im schwäbischen und bayerischen Raum spielen. Ja, und da möchte ich jetzt einfach mal mehr dazu wissen und sage, hallo Irene, grüß dich. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Irene, erzähl mal, wo kommst denn du so her und wieso schwäbisch und bayerisch? Wie man vielleicht aus meinem leichten Slang hören kann, komme ich aus Baden-Württemberg, lebe aber seit 29 Jahren in Bayern, sprich in Kastel. Und deshalb, weil ich einen Bezug zu Baden-Württemberg und Bayern habe, habe ich mir gedacht, die nehme ich beide. Aha, praktisch, ja. Praktischer, wo man sich auskennt. Genau. Ja, lese hier, dass du zum Schreiben eigentlich erst 2013 fandst, oder? Genau. Mhm. Ich lese immer schon seit ewigen Zeiten viel und es gibt Bücher, die nerven einfach mit ihren ewigen Beschreibungen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das schaffe ich selber. Aber ob man wirklich ein Buch hinbringt, das sieht man erst, wenn man fertig ist. Das erste hat funktioniert, das zweite dann auch und beim dritten habe ich gewusst, das ist mein Leben, das mache ich in der Zwischenzeit. Heute habe ich Fall 31 abgeschlossen. Wow. Und mir fällt immer wieder noch was ein. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man hört ja bei Schriftstellern oft so von Schreibblockaden, dass ihnen gar nichts mehr einfällt, aber das ist nicht so dein Thema. Habe ich noch nie gehabt. Ja, und ich habe gehört, du hast einen Beagle namens Sammy. Ja. Und das ist dein Polizeihund sozusagen. Ja, ich sage immer, das ist mein Polizeihund, weil er begleitet mich natürlich auf Recherchen. Ich schaue mir das alles vor Ort an. Ich fahre mit ihm hin. Und wenn es ist, dass mir mal wirklich, dass ich mir denke, jetzt überlege ich mir mal eine Szene, dann gehe ich mit ihm in den Wald. Wir haben wunderschöne Spazierwege und da ist mein Beagle natürlich dabei. Wunderbar. Ja, liebe Zuhörer, und was für Bücher es sind und um was da drinnen geht, das hören wir dann im zweiten Block in unserem Interview mit Irene Dorfner. Irene Dorfner ist bei mir und Irene schreibt Krimis, Thriller und ist aus Kastel in Altötting. Und bekannt geworden ist sie durch ihre Leo-Schwarz-Reihe. Irene, wer ist Leo Schwarz? Leo Schwarz ist ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Stärken, Schwächen, kein Superheld, überhaupt nichts. Und der ermittelt eben bei der Mordkommission Mühldorf. Ja, und da ist eine ganze Bänderreihe erschienen. Was für Fälle so hat denn Leo? Also aktuell hat er eine Leiche in der Stiftskirche in Altötting. Hui. Dann hatten wir schon ein Herz zu viel in der tollen Gnadenkapelle, wo ja die Herzen von den gekrönten Häuptern alle bestattet wurden. Ach, da hat sich eins reingeschmuggelt. Da hat sich eins zu viel reingeschmuggelt. Dann Fall 9 bin ich durch Zufall draufgekommen. Es gibt Adlerholz, das ist wertvoller als Gold. Das beginnt hier in Burgkirchen in der Alz und führt bis nach Florenz. Ja, und solche diversen Fälle, mit denen hat der Leo zu kämpfen. Ja, und wie ist dir so der Leo eingefallen oder die Figur Leo? Wie bist du dazu gekommen? Das weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich jemand haben, der völlig normal ist aus dem Leben. Er hatte jahrelang ein bisschen Probleme mit Frauen, wusste oft nicht, wie er sich geben soll, geht seine eigenen Wege, auch nicht immer unbedingt noch Gesetzesvorlage, was ihm oft Ärger mit seinem Vorgesetzten, mit dem Herrn Kromer einbringt. Deshalb wurde auch nach Fall 3 nach Mühldorf von Ulm strafversetzt. Also ganz normal, das ist eben mein Leo Schwarz. Mhm. Der gehört schon zur Familie, für den deckt man schon den Tisch. Der sitzt schon beim Frühstück dabei, oder? Ja. Und hat der auch noch andere, so muss er Kollegen oder meistens sind er die immer zu zweit, oder? Ja, er wohnt bei Tante Gerda in Altötting. Das ist seine Ersatzmutter, die staucht ihn auch immer mal wieder ordentlich zusammen. Dann ist der Hans Hiebler, ist sein bester Freund und Kollege. Die zwei sind total unterschiedlich, was auch nicht immer so einfach ist.
Jetzt hat er vor ein paar Fälle eine Frau als Vorgesetzte gekriegt. Mit dem hat er auch zu kämpfen gehabt. Also das alles neben die Fälle, aber die Fälle stehen absolut im Mittelpunkt. Schön. Ja, und der 31. Fall, der ist jetzt gerade fertig geworden. Ja, und du hast zu mir gesagt, so in 2 Wochen können wir vielleicht schon mal reinschauen. Ja, bin heute fertig geworden. Ich bin ganz stolz drauf. Jetzt geht es erst zu Testlesern. Ich habe 3 Generationen, die das erstmal durchlesen. Und dann werde ich die Änderungen vornehmen. Danach geht es ins Lektorat. Und dann habe ich Zeit. Ich mache meine Cover, Titel, Klappentext, alles selber. Und in 2 Wochen wird es soweit sein, dann gibt es das E-Book. Und wie heißt der Titel dann? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, das ist nicht der Titel, also Entschuldigung. ich bin in Titeln so schlecht. Da muss ich Freunde, Bekannte bemühen, die mich da unterstützen. Ich sage dann, um was es geht. Titel kann ich nicht. Okay, alles klar. Dann sind wir gespannt, wie der Titel dieses Buches dann sein wird. Was wir in 2 Wochen schon lesen können, das wäre dann der 31. Band aus der Leo Schwarz-Reihe. Und Irene schreibt nicht nur Krimis, sondern sie hat auch einen Psychothriller geschrieben und der beschäftigt sich mit dem Thema Stalking und häusliche Gewalt, also ganz ernstes Thema. Und darüber werden wir dann nach den Lokalnachrichten in der 2. Hälfte sprechen. Nicht so lange her ist der Psychothriller zum Thema Stalking und häusliche Gewalt von der Schriftstellerin und Autorin Irene Dorfner. Den gibt es nämlich erst seit 2018. Irene, wie bist du dazu gekommen, einen Thriller über Stalking und häusliche Gewalt zu schreiben? Das Projekt wollte ich schon lange mal machen, habe mir aber nicht getraut. Ich selber war damit konfrontiert, allerdings in einem anderen Leben, hat mit meinem heutigen Leben nichts zu tun. Aber ich habe damals eben Frauen und auch Männer kennengelernt, denen es ähnlich gegangen ist. Es betrifft nicht nur Frauen. Und letztes Jahr war ich eben mutig genug und habe einen Psychothriller draus gepackt, also keine eigenen Erfahrungen 1:1 umgesetzt, sondern einfach das in einen Psychothriller gepackt, weil das Thema leider immer noch aktuell ist. Klar, es wird wahrscheinlich auch immer aktuell bleiben, sozusagen. Weil wenn man heute schaut, diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, die hat ja schon weit um sich gegriffen und die liegt ja auch solchen Sachen oft zugrunde. Und früher waren es Einzelfälle, aber heute sind da wirklich viele Leute davon betroffen. Es sind viele, darum sage ich immer Augen auf, Anzeigen, Anzeigen, Anzeigen. Man kann nicht genug aufklären, man kann nicht genug darüber sprechen, weil den Betroffenen ist es eigentlich peinlich und niemand will damit was zu tun haben, aber es gehört, thematisiert und zwar so oft wie möglich. Also während die Leo Schwarz-Reihe jetzt eher auch mal ein bisschen lockerer und humoristisch auch mal zwischendurch ist, ist jetzt der Psychothriller wirklich eher schwere Kost, oder? Das ist ein bisschen eine schwere Kost. Das geht schon so los, dass eben diese Manuela Kaufmann, die hat sich nach Jahren getraut, ihren Peiniger anzuzeigen. Und der ist harmlos verurteilt worden, wie es leider so oft der Fall ist. Und sie ist dann weggezogen und hat versucht, ein neues Leben anzufangen. Aber der Mann hat sie gefunden. Und dann fängt das Ganze von vorn an, aber diesmal wehrt sie sich. Sie hat Menschen im Hintergrund, die ihr helfen. Und diesmal wehrt sie sich und das zieht sich durchs Buch durch. Selbstverständlich geht es gut aus, bei mir gehen alle Bücher gut aus, aber es ist schon ein bisschen härtere Kost. Schön. Also es ist sehr vielseitig eben. Du hast auch so ganz humoristische Sachen auch geschrieben, habe ich noch auf der Seite gesehen. Ja, man kann nicht immer nur Mord und Totschlag ertragen, ab und zu. Ich bin eigentlich ein total lustiger Mensch und ab und zu geht so die Pferde mit mir durch, wo ich mir denke, ach Mensch, jetzt schreibe ich mal was Humorvolles, so Alltagsgeschehen, wenn man zum Einkaufen geht und ganz banal an der Kasse einem den Wagen in die Hacken rennt, das ist jedem von uns schon passiert, oder wenn die einem in den Nacken atmen. Das ist schon ganz schlimm, vor allem bei der Hitze. Oh ja. Oder wenn man Klamotten einkaufen geht und die Verkäuferin keinen Bock hat oder einfach sagt, hey, das steht dir saumäßig gut und du siehst aus wie die letzte Pellwurst. Und das sind so Dinge, die ich einfach in so humorvolle Geschichten gepackt habe, so für zwischendurch. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein paar Bücher lesen, weil ich bin jetzt schon ganz interessiert, super, was da alles so drinnen steht. Ja gut, dann sind wir schon mit diesem Teil wieder
am Ende und nach etwas Musik und Verbrauchertipps, die braucht man ja auch, kommen wir dann, ja, wo man eigentlich dich finden kann, deine Bücher finden kann und so weiter. Irene, wenn ich jetzt deine Bücher lesen möchte, wo muss ich mich da hinwenden? Wo bekomme ich da was? Meine E-Books gibt es überall. Amazon, Weltbild, Thalia, überall. Meine Taschenbücher sind auch überall erhältlich, über den Buchhandel weltweit. Also da habe ich mir in der Zwischenzeit schon schlau gemacht, wie das funktioniert. Gut. Und wer das persönlich abholen will, der kann das bei meinem Sohn machen, Reisewelt-Dorf in der Altötting. Der hat ein ganzes Regal mit meinen Büchern, der ist so lieb und verkauft die für mich. Das ist nett. Und ansonsten überall. Jo, gibt es noch eine Internetseite oder irgendwas? Ja, ich habe eine Homepage www.irene-dorfner.com. Dazu gibt es noch ein Newsletter www.irene-dorfner.com/newsletter. Damit bleibe ich mit meinen Lesern in Verbindung. Ich verlose Rollen in meine Bücher, halte meine Leser auf dem Laufenden. Man kann Anregungen, Kritik, alles Mögliche mir zuschicken. Ich liebe das, in Kontakt mit den Lesern zu treten. Ja, das ist meine... Ja, also das rentiert sich dann, diesen Newsletter mal zu abonnieren, weil so eine Rolle im Buch, stellt euch mal vor, die werden dann verfilmt, die Romane, dann bekommt er sogar eine Rolle im Fernsehen oder im Kino, wer weiß. Wer weiß. Wo die Reise doch überall hingeht mit Leo Schwarz und Co. Ja, alles möglich. Okay, Irene, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mich vielen sehr Dank. Gefreut. Vielen, vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht. Wünsche noch viele, viele gute Bücher, dass dir immer die Ideen sprudeln wollen. Ja, danke.